Man hat ja lange das Gefühl gehabt, die Finanzmärkte seien so ein bisschen auf Ecstasy, so ein bisschen durchgedreht, so ein bisschen knallig und ein bisschen, naja, geistfrei, könnte man sagen. Alles ist immer nur nach oben gelaufen, weil die Zukunft ja immer besser wurde, obwohl die Umsätze eigentlich stagnierten, die Gewinne zurückgingen. Alles war trotzdem rosarot. Jetzt hat dieser Ecstasy-Rausch ein bisschen nachgelassen und jetzt ist vieles möglich. Das haben wir am gestrigen Handelstag bereits gesehen, als wir richtig unter Druck gekommen sind an den Märkten, dann aber an der Wall Street nochmal eine Erholung gesehen haben und der Nasdaq sogar zwischenzeitlich grün war, also es ins Plus geschafft hat. Aber jetzt ist eben wieder Börse keine Einbahnstraße mehr, sind die Finanzmärkte nicht mehr, naja, vergleichsweise fade, sondern jetzt ist Action, jetzt gibt es Volatilität, jetzt gibt es Chancen in beide Richtungen. Es ist zwischen Abverkauf, den wir gestern gesehen haben, und einem Short Squeeze, also dem Potenzial, dass Shorties Positionen eindecken müssen, jetzt alles drin. Und wir wollen uns die Gesamtlage mal anschauen in diesem Video. Zunächst mal, was haben wir gestern gesehen? Nasdaq und der S&P 500, 4 Tage in Folge jetzt negativ, der Dow Jones 3 Tage in Folge negativ. Der Nasdaq hat jetzt 11% unter seinem Allzeithoch geschlossen, war aber gestern schon 273 Punkte im Minus und wie gesagt, war dann zwischenzeitlich sogar ein Plus, hat dann ein leichtes Minus noch beim Handelsschluss gezeigt. Der Dow Jones war 942 Punkte im Tiefkurs negativ, hatte dann allerdings immerhin nur mit 509 Punkten geschlossen, mit dem tiefsten Kurs seit August, nämlich genauer gesagt dem 4. August. Und wir haben jetzt eine solche Negativstrecke das erste Mal im Grunde seit dem Abverkauf in der Corona-Krise. Also wir sehen, da passiert was. Apple hat sich gestern erholt von 113 im Tief auf dann 110. Das war sozusagen dann auch ein Moment, das den Markt vielleicht mitgedreht hat. Es sind die US-Tech-Werte gewesen, die unter Druck waren, während die Zykliker gestern unter Druck waren, während diese Corona-Opfer wie Reiseindustrie, wie Banken zum Beispiel gestern unter Druck waren. Die Banken, weil eben die Renditen gefallen sind, Flucht in die Sicherheit, in den Dollar und in US-Staatsanleihen war das Thema. Also gestern ein anderes Schema, als wir jetzt in den letzten Wochen hatten, als der Nasdaq ja, der zuvor so überragend gelaufen war, schwach war, während die anderen sich halten konnten. Gestern war es ein bisschen andersrum. Das ist vielleicht eine gewisse Botschaft. Schauen wir uns mal an, was jetzt eigentlich der Fall ist. Wir haben ja die 50-Tages-Linie bei den US-Indizes durchstoßen, von oben kommend. Hätten aber noch Luft eben bis zur 200-Tageslinie und Märkte haben immer die Tendenz, sich so ein bisschen der 200-Tageslinie wieder anzunähern on the long run. Wir sehen, dass hier der Nasdaq da noch 15% Luft hätte. Das ist das, was Morgan Stanley hier bemerkt und sagt, das ist uns jetzt ein bisschen zu heiß. Wir haben eben diese Luft nach unten. Es gibt ein gewisses Fallpotenzial. Der S&P 500 hat 7% noch bis zu dieser 200-Tageslinie und das große Problem ist eben diese Unsicherheit jetzt vor der US-Wahl mit dem Tod der Supreme Court Richterin Ginsburg sind die Dinge komplizierter geworden, nicht einfacher geworden. Dazu natürlich diese Lockdown-Furcht, die da ist. Das ist diese Kombination, die gestern dann doch einen breiten Abverkauf gebracht hat, auch bei Rohstoffen, Silber. Fast 9% im Minus. Wir haben High-Yield-Bonds gesehen, also Junk-Bonds, die gestern auch auf die Mütze bekommen haben. Also es war ein breiter Abverkauf, den wir hier gesehen haben. Im Fokus nach wie vor natürlich der Nasdaq sind die Tech-Werte. Hier sagt Morgan Stanley, ja, da droht eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation mit dann nochmal erheblichem Abschlagpotenzial. Die Frage ist, wird sich das realisieren? Oder ist das schon wieder so ein bisschen eine Negativstimmung, eine pessimistische Stimmung, die vielleicht, naja, eher das Gegenteil erstmal signalisiert? Nämlich, dass wir vielleicht das Potenzial für einen Short Squeeze haben. Hier sehen wir die Non-Commercial Short Positionen, COT, also praktisch Commitment of Traders, das was am Future Market der Fall ist. Und hier sehen wir, es ist wahnsinnig schnell gedreht von extrem positiv oder von positiv auf extrem negativ. Das ist der schnellste Stimmungsumschwung.
Schwung, den wir hier gesehen haben. Und das eröffnet natürlich ein gewisses Potenzial für einen Short-Squeeze. Das ist sozusagen die Chance der Bullen eigentlich, zu sagen, hey, da ist die Stimmung zu schnell gedreht. Alle sind jetzt schon wieder auf einer Seite des Bootes. Und wenn dann zu viele auf dieser Seite sind, dann kann das Boot kippen und die gehen baden im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist also nach meiner Auffassung die Chance für diejenigen, die jetzt noch Hoffnung haben. Wir haben insgesamt aber die Situation, dass wir zwar ein bisschen von diesen hohen Bewertungsniveaus runtergekommen sind, aber nach wie vor natürlich extrem teuer sind, so teuer sind im S&P 500 wie seit der Dotcom-Blase nicht mehr. Und das große Problem für die Märkte, mittelfristig sogar, sehe ich darin, dass, wie wir hier zum Beispiel an den Optionsmärkten sehen, hier bepreist man, dass wir lange Zeit bis in den Februar, bis in den Januar mindestens rein, hohe Volatilität haben werden. Das heißt, die Optionsmärkte gehen davon aus, dass wir möglicherweise auch am 3., 4. November nicht wissen, wer US-Präsident ist, dass diese Unsicherheit weitergeht, dass da sozusagen nicht wirklich eine klare Richtung erkennbar sein wird und die Märkte hassen ja nichts mehr als Unsicherheit. Wir haben heute, um auf das Tagesgeschehen zu kommen, den Battery Day von Tesla, und Elon Musk hat seine Religionsgemeinschaft schon heiß gemacht im Vorfeld und gesagt, ja, wartet mal ab, was da alles kommt. Das wird euch ja die Sprache verschlagen. Jetzt hat es gestern den Tesla-Aktionären die Sprache verschlagen, weil es doch ein relativ dünnes Süppchen war, was Elon Musk da angekündigt hat. Important note about Tesla Battery Day. Hier, es wird Long-Term Production wird betroffen sein, Semi, Cybertruck und Roadster. But what we announce will not reach serious high volume production until 2022. Also das ist jetzt nicht gerade das, was man sich erhofft hat bei den Jüngern von Elon Musk. Wir sehen die Tesla-Aktie dann nachbörslich fast 6% im Minus. Das war ja das, was eigentlich Tesla so ein bisschen gehalten hat in letzter Zeit, nämlich diese Freude auf den Battery Day. Und hier unten sehen wir übrigens die glorreichen Wachstumszahlen von Tesla. Wenn Sie hier nicht eine praktisch parabolische Steigerung in den Himmel erkennen, dann müssen Sie furchtbar blind sein. Der Aktienkurs hat sich ja vervielfacht, während eigentlich die Umsätze eher stagnierten, teilweise sogar zurückgingen. Und interessant heute, apropos Tesla, heute will Muddy Waters, bekannter Shortseller, geführt von Carson Block, einen neuen Short-Kandidaten vorstellen, der praktisch betrügerische Geschäfte betreibe. Wir haben ja jetzt die Diskussion mit Nikola, wir haben hier in Deutschland Kränke, jetzt mit Nikola, wo der Chef gestern zurückgetreten ist, die Aktie massiv unter Druck. Heute vielleicht der nächste Absturz eines Unternehmens, von dem Carson Block hier sagt, das haben alle auf der Kaufliste. Das sei aber praktisch ein Fraud, ein betrügerisches Unternehmen. Die beiden, die Sie hier sehen, nämlich Wilfried Frost und Carson Block, haben sich da gestern ein sehr interessantes, hitziges Worte-Duell geliefert. Denn Wilfried Frost hat gesagt, apropos Tesla auch, sie haben Tesla zum Short empfohlen, zu Shorten empfohlen, und das ist ja wohl nicht ganz so aufgegangen. Dann sind die beiden sich ziemlich angegangen. Hat richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Spaß macht auch Jerome Powell. Ich weiß nicht, ob Sie hier die Überschrift sehen oder ob das zu weit oben ist. Die Fed wird alles tun, was sie kann, solange es geht. Wir haben, ich schiebe das vielleicht mal ein bisschen runter, damit diese Headline hier für Sie erkennbar ist. Wir haben jetzt ja die Situation, dass Paul dreimal auftreten wird, vor dem US-Kongress ein Testimony abgeben wird, aber seine Rede ist schon veröffentlicht worden. Es ist da eigentlich nicht viel Neues dabei. Wir werden alles tun, was wir können. Wir sehen eine gewisse Verbesserung der Wirtschaft, aber nach wie vor alles sehr, sehr unsicher. Und so weiter und so fort. Jetzt nichts, was uns furchtbar überrascht. Wir wissen nur, dass natürlich Jerome alles tut, um die Märkte nicht komplett abstürzen zu lassen. Das muss man ihm ja lassen. Und wir haben gestern dann, und das ist sehr interessant, die neuesten Zahlen vom Congressional Budget Office gesehen, also praktisch dem überparteilichen Ausschuss in den USA, der so ein bisschen die Schuldenlage analysiert, wie es denn ausschaut mit dem Haushalt in den USA. Und wir dürften im Jahr 2050 bei um und bei 200% des BIPs sein bei der Verschuldung in den USA. Das ist der absolute Hammer. Da sieht man, wie die Dinge hier aus dem Ruder laufen. Und heute hat interessanterweise James Bullard von der St. Louis Fed gesagt, der von Trump ja eigentlich der favorisierte Fed-Chef ist oder sein würde, hat gesagt, ja,
Also das, wir brauchen keinen Stimulus mehr eigentlich. Damit hat er sich nicht nur gegen Powell gestellt, sondern gegen andere FED-Mitglieder, die heute Nacht gesprochen haben, auch Williams etc. Also hier eine interessante Aussage, wir brauchen keinen Stimulus mehr. Der ist ja auch derzeit sehr unwahrscheinlich, weil eben die Demokraten und die US-Republikaner sich so behaken. Und wenn wir uns das mal anschauen, was Sie hier sehen, gestern auch neue Zahlen zu dem Wohlstand der Amerikaner in Relation zum BIP. Und hier sehen wir, dass wir hier weit über der Hausblase sind, weit über der Tech-Bubble sind. Also die Amerikaner, die haben jetzt im zweiten Quartal sehr, sehr viel an Net Worth wieder hinzugewonnen, weil eben die Aktienmärkte gestiegen sind, während sie im ersten Quartal mit dem März-Sell-Off einen Verlust erleiden mussten, hat man dann eben sehr viel hinzugewonnen. Daran sieht man, wie wichtig der Aktienmarkt ist für eben den Wohlstand vieler in den USA, vor allem den Wohlstand der oberen wenigen Prozent. Das ist hier eine der entscheidenden Größen. Also schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Es ist alles möglich zwischen Short Squeeze, dass wir sozusagen noch weiter nach oben laufen, und einem weiteren Abverkauf. Denn das Problem der Bullen ist, dass sich die Lage wohl nicht so schnell ändern wird, dass wir also nicht plötzlich eine politische Entspannung in den USA bekommen. Wenn es passiert, wäre das natürlich sehr bullisch, ist aber nicht sehr wahrscheinlich, dass da in Sachen Stimulus was passiert, sondern die Nervosität jetzt vor der Wahl nicht mehr so schnell weggeht, wie das die Optionsmärkte ja inzwischen schon bepreisen. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, dass manche hier auf dem falschen Fuß erwischt werden. Wir müssen darauf achten, auf die Lockdown-Schlagzeilen, die reinkommen. Das ist natürlich so ein bisschen das Damoklesschwert, dass die Märkte nicht so richtig auf dem Zeiger hatten, dass sozusagen vielleicht doch wieder weitere Lockdowns erforderlich sind und dann natürlich die Wirtschaftserholung erstmal die Toilette runtergespült werden müsste. Also meine Damen und Herren, ich wünsche jetzt einen letzten, vielleicht sonnigen, wunderschönen Tag heute, und wir sehen uns heute beim Marktgefässer hoffentlich. Bis dann, Servus und Ciao.